Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in Kiew getroffen. Es war sein erster Besuch seit Kriegsbeginn in dem Land. Dabei betonte Steinmeier die absolute Solidarität mit der Ukraine. Wir sind auf eurer Seite, wir unterstützen euch, wir werden euch weiter unterstützen, wirtschaftlich, politisch, militärisch, so lange wie nötig. Selenskyj dankte Deutschland im Anschluss nochmal ausdrücklich für die Unterstützung seines Landes im russischen Angriffskrieg. Damit trage die Bundesrepublik zum Frieden in der Ukraine bei, sagte er in Kiew nach den Gesprächen mit dem Bundespräsidenten. Selenskyj erwähnte insbesondere die Lieferung des Flugabwehrsystems Iris-T aus Deutschland. Und er äußerte die Hoffnung, dass man noch weitere dieser Modelle bekommen könnte.